Willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Wir machen weiter hier vor dem Haus der Konrads, wo wir jetzt erst einmal Poki anklicken. Der mit Abstand hässlichste Hintergrund in Edna bricht aus, besticht durch eine aufdringlich schräge, hässliche Parallelperspektive, die so in keinem Geometrie-Lehrbuch oder Bildaufbau-Lehrbuch, falls es solche Bücher überhaupt gibt, ich habe noch nie eins gelesen, zu finden ist, wie ich vermute. Die zugeschleimten Gartenmöbel entstammen einem Vorbild, das bei mir auf der Terrasse steht. Ich habe eine kleine 3x3 Quadratmeter Terrasse. Und dort sind die Gartenmöbel genauso blau und genauso schräg und genauso zugeschleimt. Der Rest der Terrasse ist frei erfunden. Wer hat nicht zugeschleimte Gartenmöbel bei sich stehen? Hey, dahinter ist unser alter Salon. Oh. Wie denn? Die ist einbruchssicher. Nach all den Jahren noch? Oh. Hey, geh auf! Sie war schon immer schwerhörig. Und schrei doch ein bisschen. Die ist abgeschlossen und doppelt gesichert. Okay. Hier habe ich früher immer Bilder gemalt. Ich mochte deine Alfred-Karikatur. Die, wo er nach Fliegen schnappt. Nein, das ist Mattis Stuhl. Ach ja, sie ist jetzt so, glaube ich, in so einer Phase, wo sie nicht mehr so viel kaputt machen möchte, gerade wenn es an ihr eigenes Haus geht. Können wir den Schirm benutzen? Nein, nein, den konnte man noch nie benutzen. Okay, gehen wir mal hier lang. Ich hoffe, dass ich nicht zu schnell vor euch spiele, aber wie ich schon mal erzählte, ich bin so eher ein zielgesteuerter Spieler. Und nicht jemand, der wirklich alles so wie Kaugummi ziehen kann. Das soll aber nicht heißen, dass mir das Spiel keinen Spaß macht und ich hier so schnell wie möglich durchrushen will, aber. Wartet mal. Damit könnte ich höchstens eines der Löcher flicken. Alles wird gut, Edna. Ja. Ich möchte dann, ganz ehrlich, wenn ihr dann solche Spezialsachen haben wollt, wie alles mit HW. Erinnert dich dieser Schirm an etwas, Harvey? Na klar, damit haben wir damals immer Tjosten gespielt. Ja, ich Was für ein erinnere Ding? mich auch. Alfred war eine jämmerliche Strohpuppe. Ich habe ihm tausendmal gesagt, dass Strohpuppen nicht Aua rufen, wenn sie getroffen werden. Der arme Alfred. Nein, aber ihr könnt euch das Spiel ja auch selber kaufen und dann selber alles mit allem probieren. Das habe ich schon bei meinem ersten. Nee, habe ich bei meinem ersten Run gemacht? Nee, ich glaube, da bin ich nur durchgerusht. Trotzdem. So. Aber anmalen können wir ja auch nichts mehr. Mäh, Früher habe ich mir auf der Terrasse häufig die Fußnägel geschnitten. Es gab nichts Schöneres, als den Spatzen dabei zuzugucken, wie sie sich um die kleinen Appetithappen stritten. Pieps, pieps, fiep, fiep, fiep. Ach ja. ach ja. Lecker. Übrigens angemerkt. Ja, den Screen kennen wir auch noch aus der allerersten Rückblende. Ne, Poki. Diesen Screen kennen wir bereits in der fröhlichen Fassung aus der ersten Tempomorph-Szene. Ich finde es mir trotz der wenigen Striche ganz gut gelungen, halt irgendwie diese Atmosphäre einzufangen, die Edna haben muss, wenn sie halt irgendwie zurückkommt und das, was sie sich in ihrer Fantasie, in ihrer Erinnerung noch irgendwie als kitschig, bunt und fröhlich und kindlich naiv vorgestellt hat, halt total verwahrt zu sehen. Obwohl ich die Screens gegen Ende nicht mal mehr meinen eigentlichen Satz an Zeit hatte, den ich mir zurechtgelegt und ausgerechnet hatte. Ich stand damals unter ziemlichem Zeitdruck, weil das alles noch in meiner Diplomphase war, rechtzeitig fertig zu werden und hatte mir ausgerechnet, dass ich pro Screen einen Dritteltag hatte. Das wurde nach hinten raus immer weniger. Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit hinten. Oh, Backe. Ich finde es irgendwie komisch, dass er seine eigenen Screens so runterzieht. Vor allem, ich find diesen Stil richtig geil. Wie so, dieses schlichte Gezeichne halt. Und wie er ja, glaube ich, schon einmal sagt, dass er auch kein Lineal zur Verfügung hat, das macht das Ganze irgendwie natürlicher. Respekt, dass das Ganze trotzdem dann noch so aussieht. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, sowas auf Papier zu zeichnen. Gut, er hat es dann aber auch, glaube ich, eingescannt. Hat er, glaube ich, auch schon mal gesagt. So. Ja.
Rein kommen wir, glaube ich, nicht. Zu. Komm, zu 90%. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Das klappt doch jetzt nicht. Wollen wir wetten? Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Fail! Okay. Wir haben auch, glaube ich, nichts, womit wir das wieder rausziehen können, oder? Wir könnten uns ein Loch in die Tür schneiden. Hast du keine konstruktiven Vorschläge? Nein, nur destruktive. Tja, wie gut, dass wir wissen, dass hier ein Fenster eigentlich ist, ein Kellerfenster. Wozu? Um mir eine Brennnesselsuppe zu kochen? Ich sollte mir lieber ein Werkzeug besorgen. Oha, ein Werkzeug. Wartet mal. Gehe zum Schuppen. Oh, hatte ich ganz vergessen. Hier gibt es ja noch einen Schuppen. Ach, haben wir wieder einiges zu gucken. Aber erstmal, natürlich, wie in jedem Screen, den Poki. Ich habe ja schon zwei Screens weiter vorne gesagt, dass ich überhaupt keine Ahnung von Gartenarbeit habe. Habe ich das überhaupt? Nee, habe ich nicht. Ja, ist nun mal eine Sache, für die man sich gar nicht schämen muss. Wenn man Spieldesigner ist, kommt man bekanntlich überhaupt nicht mehr vor die Tür und sieht halt die Natur gar nicht mehr. Man hat eigentlich nur mit leblosen Dingen zu tun. Man lacht auch nicht mehr. Und das hat leider auch zur Folge, dass man gar keine Ahnung hat, wie Pflanzen eigentlich aussehen. Und deswegen zeichne ich halt in dem Hintergrund, in der Hoffnung, dass Pflanzen so aussehen, immer diese geschwungenen Linien. Ich glaube, so sehen Pflanzen aus. Ja. Ja. Ja, als Let's Player kommt man auch überhaupt nicht mehr raus. Man sitzt den ganzen Tag gefesselt an einem Stuhl. Links ein Regal mit Spiele, wo man einfach nur reingreift in PC und dann einfach nur zockt. Schlafen tut man, indem man sich einen Stuhl dazu, einen Hocker sich dazu holt, da die Beine drauf tut und dann einfach pennt. Nö, nur nochmal dazu. Ich hoffe, dass das jetzt kein Mensch ernst nimmt. Ah, sonst kommt dieses No-Lifer noch viel mehr, sonst dieses Klischee. Ich hoffe, ihr versteht, dass das alles jetzt Sarkasmus war. Weil es ja dieses Klischee gibt. Jeder, der Let's Play-Videos auf YouTube macht, hat kein Leben. Macht nichts anderes. Ne? Ich ziehe gerade das Augenlid ein bisschen runter, so nach dem Motto, am Arsch. So, gehen wir aber erstmal zur Schuppentür, damit wir diesen äußerst schönen Schuppen mal von innen sehen können. Halleluja. So. Oh, Halleluja, hier haben wir jetzt erstmal sehr viel zu tun. Die Zange brauchen wir und die Handschuhe, glaube ich. Im Schuppen sind mir tatsächlich beim Erstellen der Texte die IDs ausgegangen. Und zwar habe ich für die einzelnen Zeilen Small Integers benutzt und da ging der Zahlenraum irgendwie nur bis zu irgendeiner Zahl, die ich überschritten hatte. Und musste halt für die letzten, weiß nicht wie viel, 20 Screens oder so, mir eine ganz neue ID-Konvention überlegen. Ich mag halt diese ganzen Gartenscreens vor allen Dingen deswegen sehr gerne, weil Edna sich hier tatsächlich auch ohne Hilfe an ihre Kindheit zurückerinnert, immer so häppchenweise. Und zwar erkennt sie fast an jeder Ecke, an jedem Ende einen Gegenstand wieder, mit dem sie damals gespielt hat. Und meistens hat sie auch zusammen mit Alfred gespielt. Guck mal, Harvey, mit diesem Rasenmäher haben wir damals Alfred Sandbogen überfahren und solche Sachen. Das war ein Genuss, das zu schreiben. Die anderen Reaktionen sind natürlich die, wo Harvey versucht, Edna anzustacheln und Edna langsam anfängt, ihn davon abzuhalten und sagt so, ach, lass mal, Harvey, jetzt nicht. Und Harvey versteht es überhaupt nicht und fragt immer nachher, was, aber wir können doch und so. Und sie so, nee, lass es. Und besonders bei den Aufnahmen schon spannend war, weil Alian, übrigens Grüße an Alian, saubere Arbeit, immer mit einer besonderen Grabesstimme sprechen musste, um diese Texte einzusprechen. Und die beiden waren ja zu zweit in der Sprecherkabine, das ganze Spiel lang, also für alle Item-Objekt-Kombinationen. Auch wenn Harvey halt irgendwie nur, ja, ich sag mal, 10% des Textes waren, saßen die ganze Zeit sich gegenüber. Und Alex wirklich langsam verzweifelt und traurig wurde, weil Alian sich einfach nicht mehr anstacheln ließ. Er war das schon so gewohnt, halt immer dieselben Tonfälle aus ihr rauszubekommen. Das waren schon schöne Erfahrungen.
Ach, wie gerne wäre ich bei so einer Produktion mal dabei. Naja, egal, also zum Zugucken, ja, allein das Ganze mal zu beobachten, wie so ein Spiel, gerade Point-and-Click-Adventure im Zeichenstil, wie sowas entsteht. Naja, egal. Jetzt haben wir erstmal viel zum Angucken. Wir fangen mal mit dem Spaten an. Seltsam. Ich bekomme plötzlich Hunger auf Suppe. Suppe. Ja. Lecker. Oha. Wir können den Spaten mitnehmen. Das wusste ich. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Okay. Weißt du noch, wie wir damals unseren hyperrealistischen Schneemann gebaut haben? Er wirkte so lebensecht. Und niemand kannte unser Geheimnis. Niemand außer Alfred. Ja, aber mit der Karotte im Mund konnte er es niemandem verraten. Oh, das arme Kind. Naja. Wozu? Wir haben noch Herbst. Nee, nicht wirklich. Wir haben August. Mein Lieblingsspiel war Jag den Frosch. Ja, Alfred hatte wirklich Angst. Zu Recht. Ah, nein, nein, nein. Ich wollte das doch. Ach. Mein Lieblingsspiel war Das zu Jag Ende den hören. Frosch. Ja, Alfred hatte wirklich Angst vor dem Rasenmäher. Zu Recht. Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Ja, das war wieder diese schöne Anspielung, die wir schon mal im Waschsalon. War das im Waschsalon? In diesem, beim Wäschelift war das, glaube ich. Mit der Kettensäge. Ja, diese Anekdoten, die sind schon fantastisch. Hey, ich kenne da einen Zwerg, der deinen kleinen Bruder rumkommandiert. Den roll ich über. Ach so, ja, den Zwerg haben wir aber schon kaputt gemacht, Edna. Bevor ich mit der Gartenarbeit anfange, sollte ich mich erst einmal um das Haus kümmern. Okay. Können wir denn die Handschuhe mitnehmen? Darin habe ich früher immer Kaulquappen gefangen. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Okay. Aber wir können uns die Zange mitnehmen. Und das Rad Das angucken. gehörte zu Mattis Fahrrad. Es war das einzige vom Rad, was übrig blieb nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. Na, das Kind war früher wohl auch schon ein bisschen Ich habe plemplem. dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mattis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Naja, okay, wir gehen hier mal raus. Wir haben eigentlich das, was wir wollten. Ich glaube, den Spaten brauchten wir, um die Disteln oder was war das? Mal eben kurz gucken. Disteln, genau. Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Aha. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Aha. Nun kommen wir also ins Kellerfenster und alle hopp. Und auch diesen Screen kennen wir noch so, zu gut. Ne? Poki? Ich wurde öfter darauf angesprochen, dass ich in fast jedes Spiel solche schweren, bulligen Gitteröfen integriere. Und warum ich das tue, warum die halt in jedem Spiel mindestens einmal, meistens aber auch häufiger vorkommen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar wollen wir damit unser kommendes Social Game anteasern, bei dem es darum geht, halt mit realem Geld, so per Micropayment, Item Selling, halt immer neues Feuerholz zu kaufen, um die Temperatur immer auf einem bestimmten Level zu halten. Ja, ich hoffe, es wird ein großer Erfolg. Ich meine, es gibt so viele Kälte in diesen sozialen Netzwerken im Internet. Ah, könnte man mit Sicherheit viel Geld mit verdienen. Gibt mit Sicherheit genug Idioten, die es kaufen würden, aber egal. Der uralte Eisenofen. Wir können das aber, soweit ich weiß, aufmachen schon, oder? Ja, aber noch nicht benutzen. Ach, haben wir das nicht schon beim letzten Mal hier alles untersucht und es hat nichts gebracht? Ja, dann komm. Ah. Lecker! Der Blick fiel sofort auf die leckeren Pilze. Und ich liebe es, wie dieser Mann mir meine Arbeit abnimmt. Ja, hier dachte ich so, nachdem wir in der Tempomorph-Szene
diesen Raum nur einmal ganz kurz sehen, noch nicht mal drin spielen können und sofort quasi zurückgeblendet wird und Edna aus ihren Erinnerungen gerissen ist, müsste es für den Spieler ein tolles Erlebnis sein, jetzt endlich hier zu stehen an dieser Stelle, auch wenn es halt alles viel hässlicher und verwarzter aussieht, und das Haus weiter erkunden zu können. Leider ist der Raum so hässlich geworden, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber ja, ich hoffe, die Reaktionen mit der Pilzsuppe im Vordergrund machen wieder einiges wett. Das gucken wir mal nach. Hallo, 10 Jahre alte Pilzsuppe. Ich bin wieder da. Willkommen zu Hause, Edna. Es ist immer schön, alte Bekannte zu treffen. Wofür brauchen wir denn nochmal? Achso, den Generalschlüssel. Ja, seht ihr, wir brauchen die Schlüsselreste doch eigentlich hiervon. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Brauchen wir nicht die alten Schlüsselreste? Doch sicher. Ah, also müssen wir auch erst nochmal raus. Jetzt, wo wir hier zwar einen Eingang haben, aber wir brauchen ja die. Müssen wir echt außen rum? Wir brauchen ja die Schlüsselreste. Ich sag noch nicht wofür, weil ich nicht war. Nee, in dieser Folge werden wir da mit Sicherheit noch nicht drankommen. Auch wenn ich mit Sicherheit. Ach, ich könnte jetzt eigentlich heute auch mal eine längere Folge machen. So. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Willst du mich eigentlich natzen? Ach, das haben wir. Oh, Das steckt an der Veranda. Oh, nee, hier an der. Da an der Tür haben wir das gemacht. So. Hier wird das aber jetzt was bringen. Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. So. Gut. Ich wäre ja schon fast dafür, dass wir das so weit vorbereiten. Ich kann ja, komm, das erzähle ich jetzt trotzdem schon mal. Wir brauchen eine Kopie dieses Schlüssels. Ich bin dafür, die machen wir jetzt schon mal zum größten Teil. So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben dann Alfreds Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasser. Ja. Ist schon alles in Ordnung. Feuchter Ton. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. So, aber immer noch. Ja, obwohl. Obwohl. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. So. Gut, soweit haben wir das jetzt alles. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Ofen in Betrieb zu nehmen. Aber das ist jetzt alles schon mal Zukunftsarbeit gewesen, damit wir in den späteren Teilen die Arbeit nicht haben. So, dann haben wir das jetzt schon mal alles. Ach, ich mache heute mal eine halbe Stunde. Ich habe gerade richtig Bock, das Spiel heute durchzuspielen. Ach du Heiland. Jetzt haben wir hier wieder. Wir können nach oben. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier hinten hin und gucken uns mal so einige. Ja, die Pflanze gucken wir uns erstmal an. Hier ist alles tot. Tja. Wozu? Sie ist tot. Was hast du gerade schon mal gesagt? Kannst du mir sagen, wo der Kompost ist? Ich bin der Kompost. Oh. Ach, die Pilze sind aber irgendwie schon mehr Biomüll. Also, oder die Pflanze sieht da nicht so nahrhaft aus. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die Pflanze ist tot. Ach Gottchen. Noch eine Haustür. Wie viele Türen haben die denn? Diese Tür wurde lange nicht benutzt. Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Na, Flachwitz. Klopf, klopf. Glaubst du etwa, ich falle darauf herein, Edna? zu. Okay. Gucken wir uns die Mäntel an. Was haben wir sonst noch? Spiegel haben wir da hinten noch. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Ich find's komisch, dass der Mantel jetzt noch hier hängt. All die Jahre. Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Könntest dich ja auch mal umziehen, so seit, keine Ahnung,
knapp 29 Folgen oder 28 Folgen. Ich weiß gar nicht, in welchem Part wir gerade sind. Es kommt mir auf jeden Fall viel zu kurz vor. Ich habe halt zu wenig kombiniert, aber das ist halt, ich will da meistens wirklich das Ende der Story auch dann wissen. Ich habe das Spiel jetzt ja auch schon einige Monate nicht gespielt. Ich habe es dieses Jahr schon mal gespielt, aber trotzdem. Meine Klamotten dürften alle... Ach, das hatten wir auch schon. Hallo? Mäntel des Schweigens. Also ihm sind auch die Wortspiele nie ausgegangen, ne? Meine Klamotten dürften alle... Okay, dann hören wir uns den Master auf die... Ah, halt, nein. Okay. Erstmal hier hinten. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Du bist ja auch weiß. Nein, der hing immer da. Hallo? Ach, okay. Ist Edna da? Sie kommt wohl heute nicht mehr raus. Boah. Ah, aber so kennt man das. Einige Sachen, die waren halt immer da, also bleiben sie auch da. Ah ja, kenne ich selber. Er ist unbrauchbar. So, aber erstmal hören wir uns hier jetzt Poki an. Mit Bleistift vorzeichnen, mit Feinliner nachzeichnen, Bleistiftstrich wegradieren, dann einscannen, dann die eingescannten Linien markieren in Photoshop und so freistellen vom Hintergrund, dass ich halt wirklich nur die schwarze Linie habe, dann diese schwarze Linie auch noch überfüllen oder halt irgendwie mit einem Fülleffekt wieder vollständig schwarz machen. Das war die Arbeitsweise. Dann natürlich farbig anmalen und noch irgendwie Schattierungen einsetzen. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich mit Beleuchtungseffekt gearbeitet in Photoshop. Hier und da gibt es noch ein paar Texturen, also wo ich halt Lichtkanten gesetzt habe oder um Objekte halt irgendwie zu modellieren. Lichtkanten, Schattenkanten gesetzt oder aber auch manchmal irgendeinen komischen Texturstempel benutzt habe, wie hier auf dem Boden, um Schmutz zu erzeugen. Aber die Ineffizienz und Fehleranfälligkeit dieser Arbeitsweise offenbart sich hier in den Stufen der Treppe, wo sich die Linien auf ganz hässliche Weise berühren, weil kein Auswahlwerkzeug da mehr reinkam. Gott sei Dank hatte ich für Harveys neue Augen ein Zeichentablett. Gott sei Dank. Bleistift vorzeichnen, da finde ich ja schon bombastisch, dass man hier so zeichnen kann. Ja, ich bin ein ganz schlechter Zeichner, muss ich ehrlich sagen. Ich kann keine geraden Linien ohne Lineal zeichnen. Und ich finde das hier, ja okay, gerade ist was anderes, aber trotzdem. Sieht alles besser aus als das, was ich hinbekommen hätte. Okay, wir gehen als nächstes mal in den Salon, bevor wir nach oben gehen. So, ach, und auch hier haben wir schon wieder... Okay, so viel haben wir gar nicht. Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Der Tisch ist zu schwer. Erinnerst du dich noch? Ich wollte nie meine Thunfischsuppe essen. Wie könnte ich das vergessen? Thunfischsuppe? Du hast sie gesammelt, aufbewahrt und dann eine super Wasserbombe damit befüllt. Alfred hat noch Wochen später gestunken. Der arme Junge, er wurde die ganze Zeit von diesem Mädchen psychisch vergewaltigt. Kein Wunder, dass er... Ja, okay, wer ist jetzt im Irrenhaus? Ja. Ja. Ich kann mich jetzt nicht setzen. Die Zeit wird knapp. Ach, ich hab schon Überlänge, Tante. Oh, das macht jetzt auch keinen... Das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Erinnerst du dich noch an diesen Tisch, Harvey? Hier haben wir gegessen, gepuzzelt... Und mit Alfred spanische Inquisition gespielt. Ich frage mich, ob die Fußnägel je nachgewachsen sind. Ah, oh, oh, armes Kind, Herr. Oh, da tut mir meine eigenen Fußnägel weh. Oh, das arme Blach. So, und wer sich immer gefragt hat, was für eine Existenzberechtigung hat dieser Raum, für den habe ich eine ganz besondere, überraschende Geschichte auf Lager. Und zwar... gibt es tatsächlich ein Konzept für ein Intro, das im Hause der Konrads spielt, in Ednas Kindheit, wo Dr. Marcel, Alfred, Mattis und Edna zusammen am Tisch rumsitzen und Edna sich benehmen soll, Harvey aber die ganze Zeit über so rumalbert, dass Edna als verhaltensauffällig eingestuft wird von Dr. Marcel, der sehr erbost wird und Mattis, der halt auch sehr erbost wird, weil Edna quasi ihn blamiert und sie dann gezwungen wird, irgendwelche Pillen zu schlucken. Das sollte tatsächlich mal das Intro werden.
hatte ich mir so überlegt. Aber dann ist mir diese coole Sache mit der Tentakel-Ätna eingefallen. Und dann habe ich lieber die gemacht. Komisch, dass mich nie jemand drauf angesprochen hat. Übrigens, besonders mag ich den Text für das Gemälde im Hintergrund, wo Edna sagt, also wie ganz selbstverständlich sagt, ach ja, und das ja auch das Bild aus der Wurstwerbung, weil ich da hinten die Rügenwalder Mühle gezeichnet habe. Ja. Fun Fact. Tja. Gut. Wir können uns das Bild ja mal angucken. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Papa brauchte den ganzen Tag, um es genau gerade hinzuhängen. Ich brauchte nur Sekunden, um es zu verrücken. Wir waren ein eingespieltes Team. Ach ja. Ich kann nicht. Der Anblick lässt mich verstummen. Nein, dahinter ist kein Tresor. Ach ja, alte Erinnerungen an ein verstorbenes Familienmitglied. Naja, okay. Ich würde erstmal sagen, das war's wieder für diese Folge. 26 Minuten sind jetzt erstmal genug. Wir sind ja sowieso schon viel zu weit vorangeschritten für die kurze Partanzahl. Aber man muss ja auch nicht alles 100 Parts machen. Ich mache ja auch manchmal längere Parts. Das ist halt so ein Unterschied. Okay, ich bedanke mich fürs Zugucken und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bei Let's Play Edna bricht aus. Bis dahin, tschüss!